Wir werden hier mit diesem Taschenrechner diese Matrix A umkehren. Dazu gehen wir zuerst ins Menü. Ich tippe auf die Taste Menü. Tipp. Mit der rechten Kursortaste kann man dann bis zum Matrizenfeld 4 fahren und diese Auswahl dann bestätigen durch die Enter-Taste. Oder man gibt sofort die Ziffer des Feldes ein. Das mache ich hier. Ich tippe die 4. Was machen wir jetzt? Wir werden die Matrix A definieren. Also wählen wir die 1. Tipp. Wie viele Zeilen hat die Matrix, fragt Casio. 3, also tippen wir auf 3. Tipp. Und wie viele Spalten hat sie, fragt Casio. Also tippen wir wieder auf 3. Tipp. Jetzt geben wir alle Elemente der Matrix ein. Die erste Zeile ist 1, 3, 1. Wir geben ein. 1, Enter, 3, Enter, 1, Enter. Die zweite Zeile ist 2, 4, 0. Wir geben ein. 2, Enter, 4, Enter, 0, Enter. Und jetzt noch die dritte Zeile. Minus 1, 2, 5. Minus 1, Enter, 2, Enter, 5. Und auch die letzte Zahl muss durch Enter bestätigt werden, damit sie an ihrem Platz steht. Also Enter. Jetzt ist die Matrix vollständig eingegeben. Was machen wir jetzt damit? Wir haben mehrere Optionen. Also tippen wir auf die Taste Optionen. Ich tippe drauf. Tipp. Was machen wir mit der Matrix? Wir möchten mit ihr eine Rechnung machen, also wählen wir die 3. Ich tippe auf 3. Tipp. Welche Matrix möchten wir umkehren? Falls mehrere Matrizen eingegeben sind, kann man natürlich unter Optionen die entsprechende Matrix aussuchen. Wir haben zwar nur eine eingegeben, aber trotzdem müssen wir in Optionen gehen. Also tippe ich auf Optionen. Tipp. Welche Matrix möchte ich umkehren? Die Matrix A. Also wählen wir die 3. Ich tippe auf 3. Tipp. Jetzt steht im Display Matrix A. Diese Matrix möchten wir umkehren und dazu betätigen wir die Taste x hoch minus 1. Ich tippe drauf. Tipp. Jetzt möchten wir diese Matrix sehen im Display. Also, diese Rechnung wird jetzt gemacht durch Tippen auf die Enter-Taste. Ich tippe. Tipp. Und da steht sie auch schon, die Kehrmatrix von dieser Matrix A. Es ist effektiv diese Matrix hier. Und Casio gibt sogar alle Elemente in Dezimalzahlen an und dann hier unten rechts im Display noch in Bruchform. Die erste Zahl ist minus 10, die ist dann schon so in Bruchform geschrieben. Die zweite Zahl 6,5. Um sie in Bruchform zu sehen, tippen wir einfach auf die Kursortaste nach rechts. Tipp, 6,5 ist dasselbe wie 13 halbe. Das ist also die lineare Art von Casio, einen Bruch zu schreiben. Diese kleine Ecke bedeutet geteilt durch. 13 geteilt durch 2 macht 6,5. Überprüfen wir weiter. Die 2 ist natürlich ein Bruch, 2 geteilt durch 1. Dann weiter für die 5, minus 3, minus 1, minus 4. 2,5 ist dasselbe wie 5 halbe. Casio hat also sehr schnell diese Matrix A umgekehrt. Wenn euch diese Erklärungen gefallen haben, dann könnt ihr dieses Video gerne liken. Und wenn ihr mehr Lust auf Mathe habt, oder mehr erfahren wollt über den Umgang mit diesem Casio-Taschenrechner, dann könnt ihr gerne auf meinen YouTube-Kanal stöbern oder euch vielleicht sogar abonnieren. Ich freue mich über jeden Klick, über jeden Like und über jeden Abonnenten.